Deutsche Kinderfernsehen mit der Tagesschau live aus dem Kindergarten St. Benedikt in Ebersberg. Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, liebe Kinder, verehrte Hunde, Katzen und Mäuse. Ja, das ist wieder was. Eben war noch Weihnachten und Silvester, lange Zeit Ferien und jetzt müssen wir, obwohl die Ferien zu Ende sind, trotzdem weiterhin zu Hause bleiben. Aber damit ihr, liebe Kindergartenkinder, trotzdem immer auf dem neuesten Stand seid, was hier im Kindergarten St. Benedikt passiert, senden wir euch die neuesten Neuigkeiten direkt zu euch nach Hause. Ja, wir haben seit diesem Jahr einen neuen Praktikanten, den Flori. Er wird bis zum Sommer bleiben und er freut sich schon, euch persönlich kennenzulernen. Heute haben wir außerdem einen ganz besonderen Gast in unserem Kindergarten. Einen Clown aus dem Zirkus. Lieber Clown, wir schalten nun live zu Ihnen. Liebes Studio, hier ist die Außenreporterin Lina. Ich habe schon überall versucht, den Clown zu finden, aber leider ohne Erfolg. Aber eine Chance haben wir noch, und zwar im Personalzimmer. Schauen wir mal zusammen nach. Lieber Zirkusclown, da bist du ja. Wie ist denn die derzeitige Lage im Kindergarten? Erzählen Sie. Ich bin wirklich traurig, liebe Kinder, wirklich traurig. Wo sind denn all meine Tiere? Kein Frosch hüpft mehr rum. Die Delfine haben sich irgendwo im tiefen Meer versteckt. Die Marienkäfer haben sich verkrochen und die Tigerenten, ich weiß nicht mal, wo Tigerenten wohnen. Mann, das ist gar kein richtiger Zirkus mehr hier. Ganz ohne Tiere. Irgendwas müssen wir da machen. Aber ich habe schon eine Idee. Wisst ihr, was Clowns sind? Also Clowns sieht man manchmal im Fernsehen oder eben im Zirkus. Und manche Länder haben sogar einen Clown als Präsidenten. Aber wenn ihr mich so anschaut, ein bisschen sehen Clowns so aus wie ich. Ich bin jetzt zwar nicht in meinem gewohnten Umfeld und ganz traurig, weil es ist ja niemand da, aber Clowns haben so Haare wie ich. Dann haben sie meistens eine bunte Nase in Rot, in Grün oder in eurer Lieblingsfarbe. Und natürlich die lustige Frisur und auch was Lustiges zum Anziehen. Ich habe heute nichts Lustiges an zum Anziehen, weil ich bin, wie gesagt, traurig. Aber ich habe eine Aufgabe für euch. Vielleicht geht es mir dann ein bisschen besser. Wie wäre es denn, wenn ihr euch mit den Dingen, die ihr so zu Hause findet, als Clown verkleidet? Zum Beispiel mit den Klamotten von euren Eltern, weil wisst ihr was? Als Clown kann man fast alles tragen und wenn die Sachen zu groß sind, dann sieht es noch viel, viel lustiger aus. Und wenn es eure Eltern erlauben, können die uns auch im Kindergarten eine E-Mail schicken mit einem Foto von euch. Und wisst ihr, was wir dann mit diesem Foto machen? Weil dann wird es nämlich wieder richtig lustig bei uns im Kindergarten. Dann hängen wir das Foto an unser Turnhallenfenster und dann könnt ihr mal schauen, was sich die Kinder so ausgedacht haben mit den Dingen, die sie zu Hause gefunden haben. Ja, das würde mich auf jeden Fall sehr aufheitern und dann, ja, können wir vielleicht wieder doch ein bisschen fröhlicher hier im Kindergartenzirkus sein, wenn schon keine Tiere da sind. Ja, naja. Auf jeden Fall freue ich mich über eure Einsendungen und nun zurück ins Studio. Ja, lieber Clown, vielen Dank für diese tolle Berichterstattung. Für unsere Vorschüler haben wir uns eine besondere Aufgabe ausgedacht. Wenn man schon bald ein Schulkind ist, dann muss man schon wissen, was oben und unten ist, obwohl es gerade drunter und drüber geht.
Nicht, dass man auf einmal unter dem Tisch liegt, anstatt auf dem Stuhl. Und ganz wichtig sind auch die Formen. Das hier zum Beispiel ist ganz eindeutig ein Kreis. Nein, ein Viereck! Oh, okay. Auf jeden Fall schicke ich euren Eltern ein Arbeitsblatt, das wird so aussehen, dass sie euch zu Hause ausdrucken können. Wer keinen Drucker zu Hause hat, kann sich dieses Blatt auch vor dem Kindergarten abholen. Wir werden die dort platzieren. Und dort könnt ihr beweisen, welche Formen ihr schon kennt und auch lernen, was oben, was unten ist, was drüber und was drunter ist. Darum geht es nämlich in diesem Arbeitsblatt. Für die Eltern ist hier unten eine Beschreibung. Dann könnt ihr euch auch, wenn ihr eh im Kindergarten vorbeikommt und euch die Blätter holt, schon mal schauen, was sich an unserer Turnhallenwand alles verändert hat und ob schon die ersten Einsendungen der Kinder an unserer Turnhallenwand hängen. Ich hoffe, ihr helft mir dabei, dass hier im Kindergarten wieder so richtig durchgestartet wird und ja, dass wir Erzieher und Erzieherinnen hier nicht so einsam sind. Ich freue mich, von euch zu hören und bin gespannt auf eure Einsendungen. Ja, nun möchte ich weitergeben zum Wetter. Ja, wie ich gerade aus der Studioredaktion erfahren habe, ist der Wettermann wohl auch zu Hause im Homeoffice. Dann schaue ich einfach mal nach dem Wetter. Ja, das Wetter ist noch da. Genau. Ja, wie sieht's aus mit dem Verkehr? Warte! Stopp! Anhalte! Papa, da ist rot. Das ist rot, Papa. Okay, habe ich verstanden. Das ist grün. Das. Ah! Oh mein Gott! Das ist so viel! Hey, ich bin plötzlich näher. Halt doch zu! Ja, ist ja in Ordnung. Ich muss die Post zustellen. Wie immer in Ebersberg eine reine Verkehrskatastrophe. Aber wie war das auch anders zu erwarten? Und nun, liebe Kinder und verehrte Zuschauer, kommen wir zu den Lottozahlen. Oh, mein die 1, frohes, neues Jahr. Ah, das bedeutet wohl ein frohes neues Jahr. Na, auf jeden Fall, liebe Zuschauer, sind diese Angaben wie immer ohne Gewähr. Hä? Was für ein Gewehr überhaupt? Das ist Garantie! Ah, eine Garantie bedeutet das. Okay. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zur ersten deutschen Kindertagesschau aus dem Kindergarten St. Benedikt in Ebersberg einschalten und mit dabei sind, wenn wir berichten, was es Neues gibt. Vielen Dank fürs Zusehen.